Wir werden heute über Stolpersteine reden. Ich bin immer mehr mein Schwerpunkt, dass wir über das Projekt aufklären, Wissen verbreiten, auch Missinformationen klären. Bin ich in Dortmund das erste Mal einem Stolperstein begegnet. Stolpersteine liegen in der Regel vor dem letzten freiwilligen Wohnort. Und diese Schriftspur sollte an die Deportation von 1000 Sinti und Roma aus Köln erinnern. Nein, das gab es überall, das gab es in jeder Straße. Die Menschen haben hier gelebt, das waren unsere Nachbarn. Die Nationalsozialisten wollten ja aus den Menschen Nummern machen. Die haben den Nummern eintätowiert. Die haben die sozusagen komplett entmenschlicht. Ich hoffe, dass Unmut und Demut auf dieser Erde irgendwann ein Ende findet. Jeder Stein, jeder einzelne steht auch immer symbolisch fürs Ganze. Um diese Menschen zu würdigen, um diese Menschen wieder deren Ehre herzustellen. Alle Mitarbeiter von Stolpersteine sind Juden. Alle verleckten Steine sind nur für Menschen mit jüdischen Hintergrund. Stolpersteine wird von Stadt Israel finanziell unterstützt. Boah, krass, jemand hat an uns gedacht. Also unser Land gibt es doch. Rede ich auch immer darüber, dass wir Probleme haben mit Rechtsextremen. Stolperst über die Stolpersteine nicht mit deinen Füßen, sondern du stolperst mit dem Kopf und mit dem Herzen.